Ich muss sagen, die Wunde ist gut verheilt, wa? Rückstandslos Ada? Verheilt. Wo bist du? So, können wir jetzt den gleichen Weg nehmen? Ne, können wir nicht. Wir laufen komplett einen anderen Weg, okay. FD-sch. Oh, hier können wir nochmal irgendwie was aufmunitionieren. Ich habe Mac-Munition, ich habe aber die Waffe noch nicht. Aber wir haben immerhin dezent Munition. Erstmal. Ah, ich weiß nicht, ob ich da runter will. Ich guck lieber nochmal, ob ich hier drüben noch was finde. Nö. Nö. Ach, mit Kanalisation habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Wird jetzt bestimmt nicht besser werden. Das. Bisschen Kacke in der Schuhe. Stimmt auch sehr angenehm. Oben rennt einer rum. Sehe ich. So, dunkler oder heller Gang? Wahrscheinlich eher der helle, aber ich gehe mal in den dunklen. Genau deswegen. War das echt nur zwei Schuss? Ihr wollt mich verarschen. Dafür fällt mir der gleich auf den Kopf, ne? Von da oben. Ah, doch nicht. Problem ist ja bei diesen Spielen, dass man immer belohnt wird, wenn man in dunkle Ecken schleicht. Oder häufig belohnt wird. Oh. Der hat natürlich nur. Ich würde den direkt entkleiden und seine Klamotten anziehen. Eine digitale USS-Videokassette. Ja, für einen gemütlichen Filmabend kann man sich das bestimmt mal geben. Warum können solche vollgepanzerten Leute nicht einfach mal überleben? Es ist total unrealistisch. Hier ist nichts. Ah ja. Guck mal hier den. Ach, schade. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Wahrscheinlich hat irgendeiner von den... Ob der Hausmeister da den Schlüssel hat? Na. Oder ob der den Schlüssel hat? Jetzt ist doch aber mal genug, Leute. Und der braucht nicht mehr viel? Will ich jetzt behaupten? So. Zwei Schüsse für mein Seelenheil. Okay, irgendwie gibt es hier für alles einen Schlüssel. Was, wenn ich diesen Schalter umlege? Ich gucke mich erstmal um. Bevor ich hier wieder wild an irgendwelchen Knöpfen ziehe, drücke, zottel. Mensch, neues Messer. Nee. Das lassen wir mal schön bleiben erstmal. Wobei, hier geht es ja auch nicht weiter, ne?
Hauptsache, wir triggern nicht erstmal ein Event hier. Wahrscheinlich muss ich dann nach unten weiter stolzieren. Ohne Scheiß, wo ist denn die Schusswunde hin? Hat die mir irgendwas injiziert, dass ich total geheilt bin, oder? Ah, ich kann mir hier nur was klauen. Ey, Kollege. Ist doch jetzt mal genug. Wie viel kann man bitte aushalten? Okay, ich verstehe das richtig. Dass diese Hydraulik hochgeht. Und ich da oben irgendwas tun kann? Mich irritiert, dass ich hier nicht reinkomme. Ich dieses Teil, kann ich das wieder einsetzen? Also ich würde jetzt behaupten, ich ziehe das Ding da raus und marschiere ganz schnell darüber. Passieren kann mir eigentlich nichts. Okay, das war eine gute Idee. Das hat nicht so richtig geklappt. Okay, also ich packe das einfach mal da rein. Und dann werde ich einfach mal unten langlaufen. Weil Leon ist natürlich nicht fit genug, um sich mal irgendwo hochzuziehen. Ich spüre, dass ich dem Geheimnis ganz klar auf der Schliche bin. Scheiße. Da höre ich doch schon wieder irgendwas. Aber wieder klar, dass es nicht das einzige Mistvieh geblieben ist. Was auch immer da hinten rumkrepelt, ich will nicht da lang. Ganz ehrlich nicht. Dieses Schachfigurenstecken, diesen Schachfigurenstecker brauchst du für ein Rätsel, nimm es aber mit, kommst nicht mehr durch den Gang. Die zwei verschlossenen Räume bekommst du durch einen speziellen Schlüssel auf. Ich kann es ja aktuell nicht mitnehmen. Ist ja das Problem, ich komme nicht schnell genug drüber scheinbar. Ich meine, ich könnte es, also jetzt kann ich es sowieso nicht mehr versuchen. Irgendwas sagt mir, dass ich dafür die Schrotflinte brauche. Achso, es gibt einen anderen Weg. Also ich würde schon mitnehmen, wenn ich kann. Logisch. Was haben wir hier? Hochwertige Schießpulver. Kombinieren. Kombinieren. Oh, geht nicht. Doch. Also was auch immer hier rumgeflatulenzt hat, das kann sich im knietiefen Wasser verstecken. Na Mensch, wer hätte das gedacht? Du bist ja besonders hässlich. Wie konnte ich denn? Nein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hast du eine Handgranate gewastet? Das Wasser ist nur knietief und flach kann es sich machen, bitte. Ah ja.
habe ich ja gar nicht gerechnet. Gut, dass ich nochmal Munition gecraftet habe. Widerliche Scheißvieh. Ja, nee, ihr auch noch jetzt, oder was? Hast du bisher nur zwei Waffen gefunden oder hast du mal welche in der Lagerkiste? Ich habe mehr als zwei Waffen gefunden. Aber in die Magnum bin ich zum Beispiel noch nicht rangekommen. Ich weiß nicht, wie weit ich vom Spiel her bin. Ehrlich gesagt. Also, ich würde jetzt mal behaupten, ich bin noch nicht so weit. Also, ich habe noch die DLC-Waffen. Aber ansonsten habe ich noch keine weiter gefunden. Also nichts, wo ich rankommen würde, sagen wir mal so. Ich fühle mich immer total kacke, ne? Weil ich habe das Spiel auf Playse nie gespielt. Und die Leute, die hier meistens zugucken, die haben fünfmal das Spiel auf der Playse gespielt und hier 20 Mal auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Also irgendwie in dem einen Keller gab es eine, was waren das, Dual Beretta oder eine Uzi oder eine Magnum, ich weiß es nicht, auf jeden Fall eine Doppelwaffe. Aber da bin ich nicht rangekommen, weil dafür brauchst du eine Schlüsselkarte und die hatte ich nicht. E-Mails an das Umbrella-Hauptquartier. Direktor Owens, ein Nest jagt einen Alarm den nächsten. Ich weiß zwar nicht, was hier vor sich geht, aber ich höre Schüsse und kann meine Bereichsleiter nicht erreichen. Wir sind gefangen, bitte schicken Sie schnellstmöglich Hilfe. Direktor Owens, die Lage ist ernst. Das Nest wurde mit dem Virus kontaminiert. Einfach unfassbar. Das ausfallsichere System ist gar nicht angesprungen. War das ein Außenstehender? Ich habe keine Ahnung, wer es sonst gewesen sein sollte. Kim ist tot. Ich leide unter schrecklichen Hustenreiz. Warum antworten Sie nicht? Director Owens, Sie waren das von... Hast du noch nichts... Hast du noch nicht das Polizeiemblem gefunden? Das ist gleichzeitig ein USB-Stick, mit dem man den Safe im Stars-Raum aufbekommt. Nee, habe ich noch nicht gefunden. Ich habe den Raum gefunden, aber das Emblem habe ich nicht bekommen. Mein Gott, dabei gucke ich schon in jede verschissene Ecke, ne? Aber... Ja, ne? Reicht wohl nicht. War wahrscheinlich nicht offensichtlich genug. Genauso wie sowas. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Meine letzte Chance wahrscheinlich hier durchzustapfen. Ja, die Magnum irgendwie in dem Keller waren irgendwie, war was Doppeltes. Das ist entweder zwei Pistolen oder eine Uzi. Oder ein Doppel-Uzi und in dem Schrank, der von dem PC bewacht wurde, gab es die Magnum. Natürlich weiß ich jetzt, wie dieser Code aufgeht, weil ich allwissend bin. Und es mir keiner aus dem Chat gesagt hat. Danke, Piepsi. Wo keine Tasche ist. Ja. Das ist ja glücklich. Magnum-Munition, genau das, was ich jetzt brauche. Cool. Wie, keine Ahnung, fragt man mal halt Mr. Google und weiter. Ich will ja nicht rumcheaten. Ich will das Spiel ja so durchspielen. Hört sich gar nicht gut an. Das kann ja jeder. Ah, grüß dich, Magier. Komm schon. Der Felddiktator ist im Wohnzimmer. Ada. Ich komme, Ada. Ich komme, Ada. Gott sei Dank haben wir die Karte der Kanalisation. Oh, hier gibt es noch Munition. Guck mal an. Gut, dass ich die Karte gefunden habe. Upp. 50 Schuss Trommelmagazin.
Broschüre der Kanalbaufirma. Grußworte des Vorsitzenden. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Knights Construction Company. Im Laufe der letzten 20 Jahre hatten wir die Ehre, an den Kanalisationen der schönsten Städte unseres Landes arbeiten zu dürfen. Stets mit unseren Grundprinzipien der Freude an der Arbeit und des überlegenen industriellen Designs. Wir bei KCC glauben, dass unsere Designs keinesfalls unterirdisch sein müssen, nur weil wir unter Tage arbeiten. Unsere Arbeit ist eleganter als eine Dame, prächtiger als ein Springer, gemütlich wie ein Bauer und ein echter Gewinn für alle Beteiligten. Ich freue mich darauf, Sie vor Ort zu treffen. CEO der Knights Construction Company, Ehrenmitglied des Weltschachverbands, ehrenamtlicher Berater des Raccoon Schachclubs, ehrenamtlicher Leiter des Fischer Schachfreunde, RB Fischer. Deswegen also dieses komische Schach. Diese Schachfigur, also. Nicht Schachfigur, aber dieses elektronische Bauteil, was ich da rausnehmen konnte. Ja, gucken wir uns doch mal die Kassette an. Bitte. Oh, bitte. Aufhören. Bitte aufhören. Bitte. Nein, 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 nein. Hier drüben, du Freak! Tu ihm nicht weh! Tu ihm nicht weh! Alter! Das Virus. Ich wette, die Ratten verbreiten es. Tu ihm nicht weh, hat er gesagt. Ja, sicher. Aber bestimmt mal ein guter Kumpel, aber man muss wissen, wann genug ist. Ach hier, guck mal, jetzt kann ich hier mal reingucken in meine Kiste, ne? Also das sind hier die drei DLC-Waffen. Dann habe ich jetzt hier nochmal Magnum-Munition, die ich nicht brauche. Und blaues Kraut, was ich nicht brauche. Die kann ich... Ja. Yeah. Ich habe auch noch ein rotes Juwel. Keine Ahnung, wofür das ist. Wegwerfen. Ja, so der aktuelle Stand der Dinge. Okay, hier möchte ich eigentlich nicht durch, aber ich muss glaube ich da durch, ne? Öffnen der Tür zum U-Bereich. Ich habe bei dem letzten Irrentransfer das Ding verloren, in dem steht, wie man die Tür zum U-Bereich öffnet. Ich weiß zwar noch, dass man in jedes Terminal einen Stecker stecken muss, aber sollte jemand sich noch daran erinnern, welcher wohin gehört, so sei er doch bitte so lieb und teile sein Wissen auf der Pinnwand. Ah ja, okay. Bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Oh. Oh, Rätsel. Muss ich mir jetzt wirklich Sachen aufschreiben? Ja, aber so waren die Spiele damals. Hat man sich halt einen Zettel genommen und schreibt sich was auf. Turm. Das Springer. Selbe Wand. Läufer. Und Dame. Nicht nebeneinander. Dame. Turm. Gegenüber. Das wird noch geil. Ich habe auch also ich habe mal angefangen Tomb Raider damals zu spielen und selbst das habe ich nicht weitergespielt, weil mir es einfach zu stressig war. Ach so, das ist das Rätsel jetzt schon. Erstmal fehlt einer. Erstmal fehlen zwei. Wie kann man denn so eine Kanalisation konstruieren, weil der Typ ein totaler Schachfreak ist oder was? Ach so, warte mal hier.